Und auch hier wieder der Frosch und der Frosch. Was war denn das jetzt gerade? Wenn es eine Sache auf dieser Welt gibt, die ihr am liebsten schaut, dann sind das Hydraulikpress-Videos und befriedigendste Videos von meinem Kanal. Deswegen machen wir heute mal ein Hydraulikpress-Video und ein befriedigendes Video und packen das Ganze zusammen mit einer Challenge, dass ich mich nicht befriedigend fühlen darf, Leute. Oh mein Gott, was passiert hier? Ja, wir haben heute 3 Leben am Start. Heute haben wir die heftigsten Hydraulikpress-Momente. Lasst auf jeden Fall dafür gerne jetzt mal 10.000 Likes da. Das wäre auf jeden Fall echt mega, mega heftig. Und drückt auf jeden Fall noch gerne auf den Abo-Button. Das wäre auf jeden Fall echt richtig cool. Ich würde sagen, wir starten mit 3 Leben. Ihr dürft natürlich auch mitmachen. Und hier wurden direkt mal die Tannen ab, Kannen absolut vernichtet, die Tassen. Alter, was ist denn? Das war Knetz, glaube ich. Ne? Guck mal hier, so ein kleiner Zauberwürfel, wie der einfach so vernichtet wird. Oh mein Gott. Und nein, das sind die schwersten, Leute. So eine Teekanne oder sowas. Vor allem noch dieser Zoom denn da rein. Ah, von denen lasse ich mich heute aber nicht kränken, weil in den letzten Challenges habe ich, glaube ich, meistens dadurch verloren. Deswegen checken wir noch die anderen Hydraulikpress-Videos aus. Und guck mal, hier der kleine Creeper. Nicht der Creeper, Leute. Und hier die Tanne. Oh, wie die da runtergeht, ne? Wie die runtergeht und... Ja, zusammengedrückt. Hier auch der Volleyball, Alter. Bats und... Alle Achtung. Oh. Uiuiui. Okay, also den Volleyball hat es leider komplett erwischt. Was ist jetzt hier? Ui, Alter. Oh. Ey, was? Nein, nicht Mr. Bär. Wie sein Gesicht einfach aussah. Ey, so eine kleine Holzkiste. Jetzt seht ihr eigentlich mal, wie krass stark. Nicht der, nein, der, oh mein Gott, der Bugatti. Der Bugatti, Freunde. Warum der Bugatti? Nein. Ey. Was hat denn die denn angetan? Ne? Und hier der Totenkopf und hau rein, Mr. Totenkopf. Perfekt. Und ey, Mr. Hier, klein Yoda. Baby Yoda, Leute. Ja. Was ist das jetzt hier? Ist das Glas? Oha. Es war auf jeden Fall Glas, Leute. Es war auf jeden Fall Glas. So, hier. Oh mein Gott. Und jetzt hier kommen ein paar Erdbeeren, die aus Porzellan gefüllt waren. Jetzt ein Gummi. Oh, ohne Spaß. Ich muss mich leider zusammenreißen, Leute. Sonst werden wir vielleicht hier das erste Leben verlieren. Ja, das passt wahrscheinlich wieder. Ich möchte jetzt mal sehen, wie er so ein Ball mit Gummis zusammendrückt. Also mit so ganz normalen... Gott, ey, mit so ganz normalen Gummis, aber oh, die Teile werden halt echt immer schwerer und schwerer und schwerer und ey, das sieht aus, als wird einfach da irgendwie Luft rausgesaugt werden, ne? Ja, perfekt. Und nein, oh mein Gott. Okay, es geht kaputt, aber es war kein Nokia, weil würde da ein Nokia drunter haben, dann würde die Hydraulikpresse kaputt gehen. Was ist denn das jetzt hier? Ah, das sind diese Gummiteile, ne? Oh. Lol, nein. Oh. Oh. Okay, ich habe es mir ein bisschen angenehmer vorgestellt. Ich glaube, da hatten wir das erste Leben verloren. Aber das ging noch voll klar. Die Augen. Ist ja ekelhaft. Ey, wie das da so rausplatzt und so, ne? Das ist jetzt hier. So ein kleiner Spielzeugbagger, geklaut von kleinen Jimmy. Ob der. Der Jimmy das gut findet, ich weiß ja nicht, Leute. Ich weiß ja nicht und... Oh! Ja! Okay, jetzt hier noch, ey, so ein Reh, Hirsch, irgendwie eins von beiden. Ich glaube mal Hirsch, Reh. Ein Reh ist das, glaube ich, ne? Und jetzt hier, komm. Ah, zerdrückt. Guck mal, wie, der gibt noch kurz High Five, so ein kleines Notsignal. Und ey, guck mal hier. Lol, diese Alukugel. Wie die zu... Oh, die ist einfach weg. Oh, okay, nee, oh mein Gott, dafür muss ich mir, oh mein Gott, dafür muss ich mir jetzt ein Leben abziehen, Freunde. Hier sehen wir noch, haben wir noch, 2 Leben am Start. Das war auf jeden Fall echt richtig schwer, muss ich sagen. Da nicht angenehm sich zu fühlen, weil die sind Kugelchen. Ich dachte, die zerbröseln so, aber nein, auf einmal glätschen die so nach außen und yo! Nein, schon wieder Glas, ne? Das ist schon wieder Glas. Ey, ein Fahrradhelm! Ja, gut, dass man da auf jeden Fall nicht seinen Kopf drin hatte bei dem Fahrradhelm. Was ist denn das für eine Monster-Sonnenbrille? Hä? Ja, und das war's dann auch mit der Galaxy-Slime. Kommt jetzt einfach so Schleim raus.
Auch hier der Topf. American Cookies. Oh, Leute. Achso, das ist so eine Verpackung einfach nur. Oder sind auch noch Kekse drin? Nee, sonst wären die locker schon längst rausgegangen, ne? Nee, da sind keine Kekse drin. Aber wäre auch heftig gewesen. Oh, ich sag euch, diese Teile sind echt schwer. Diese Teile sind echt schwer, aber ich habe trainiert einen Föhn. Der packt einen Föhn unter die Presse. Eieiei, okay, jetzt hier noch kurz ein Ball. Ja, und der Ball, der zerspringt bis zum geht nicht mehr. Nein. Oh, wird das nicht so einknicken, dann hätte ich Safe Call. Boah, okay, hier hätte ich Safe Call mein Leben abziehen müssen. Aber hier so eine Eiscreme, ist das echt? Nee, ne? Oder? Nee, es ist keine echte Eiscreme, es war auch nur Knete. Nee, guck mal hier, so kleine Schilder vom Playmobil oder sowas. Und auch hier wieder diese Gummiburger. Oh, ich muss sagen, ne? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich vermisse richtig Restaurants und sowas, dass ich da einfach mal einen schönen Burger essen kann und yo, wie das hier ausgedrückt wird. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so vermisst, was ihr vorher eigentlich immer hattet. Weil das ist echt, Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich brauche einfach mal wieder einen richtig schönen, saftigen Burger. Und oh, 15. Juli, nicht mehr lange. Hier, zerdrückt das Ding. Kaputt. Ja. Haribo. Teil wird jetzt... Ey, ich dachte, das wird mehr zerdrückt. Oder auch das Sparschwein. Guck mal, auch nicht mal Geld drin gewesen. Da war nicht mal... Boah, Leute, ich sag's euch, meine Sachen sind echt mega, mega schwer. Ne? Und ey, hier auch wieder die Minions. Ah, wie die zerdrückt werden. Auch hier das Ding, jetzt kommt da wieder die Knete raus. Ne? Ey, ich sag's euch. Manche Sachen sind einfach so... so schwer. So, komm. Oh. Wie das ist ja wieder kaputt gemacht worden. Ne? Jetzt hier kommt so ein kleines Herz. Ja, und drück kaputt. Drück doch das Auto kaputt. Den Jaguar. Die another die a day. Okay. Ja, ich will jetzt mal was richtig... So eine Bowlingkugel oder so will ich jetzt mal sehen. Ne? Dass mich so richtig... Okay, fast. Fast eine Bowlingkugel. So ein Fußball. Komm, platzt jetzt auch. Warum platzt der Fußball denn jetzt nicht? Und diese Eule ist locker auch... Ich wollte gerade sagen, aus Gummi, aber es ist Porzellan. Eieiei. Oh, die schöne Eule, Leute. Die schöne Eule. Ein Toaster! Der packt den Toaster unter eine Presse. Warum? Der dachte sich auch so, kurz mal die Hydraulikpresse toasten. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Unglaublich, Freunde. Unglaublich. Und auch hier wieder der Frosch. Und hier... Der Frosch... Was ist gerade? Oh, komm! Komm, 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 zerdrück das Ding und... Yeah. Oh. Zahnstocher? Wenn die jetzt... Oh! Alter! Da kann man sogar... Qualm. Ja, und das war's auch. Nein, die Schokoküsse. Die Schokoküsse, die Schokoküsse, die Schokoküsse. Okay. Ich wäre nicht nach oben gegangen, hätte ich mein Leben abziehen müssen. Aber so... Ging das auf jeden Fall auch noch ganz schön klar, muss ich sagen. Es geht noch klar. Und hier, komm. Oh, der zieht auf jeden Fall auch im Gesicht und... Lol. Nein, das ist, glaube ich, Sand oder so, ne? Ist das Kinetik-Sand? Oder nee, es sind so Schwämme zum Schminken. Oder zum... Irgendwie so. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Hier auch wieder Lippenstift. Oh mein Gott, jetzt geht's ja an die Frauensachen ran. Er hat jetzt einfach Sachen von seiner Frau geplündert. Und Steine? Oh, ach so, das sind süße Steine. Süßigkeiten. Nein, nein, bitte nicht. Ja, wie der geholt wurde. Okay, was ist jetzt hier? Und irgendwie müssen wir doch... irgendwie... Oh, auch wieder Glas? Ja, auch wieder... Und das ist auch Glas, oder? Es waren auf jeden Fall keine echten Diamanten. Glaube ich auf jeden Fall. Wie das zerdrückt wird. Oh nein, oh nein. Und ihr, guck mal. Zack, das war es dann auf jeden Fall auch mit der... Zeit und... Oh, dafür muss ich mir jetzt auch noch ein Leben abziehen. Ey, das kann nicht angehen, Freunde. Und ja, dafür ist recht. Okay, dafür ist recht. Dafür ziehen wir uns jetzt ein Leben ab, Leute. Also ein Leben haben wir jetzt noch, wie ihr sehen könnt. Ein Leben haben wir jetzt noch. Und Mr. Octopus. Bitte, bitte, Mr. Octopus, überlebt das. Er überlebt es aber nicht, Leute. Mr. Octopus hat es leider nicht überlebt.
auch was ist. Ich kenne diesen Ball. Ich weiß nie, was der, wozu der gut war. Und ey, wurde einfach zum Ende Bowling. Okay, ich habe mir eine Bowlingkugel gewünscht und ich habe leider eine doofe Bowlingkugel bekommen. Einfach auch so Stoff wie beim Völkerball, so ein Stoff. Habe ich mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Ey, was ist denn das jetzt hier kurz mal eben vom von der reichen Oma hier Deko geklaut oder was ist jetzt hier los? Ich glaube schon. Oh, wenn es auch zusammengedrückt wird, ne? Eieiei. Und ja, noch kurz eben aus dem Schuhschrank von der Oma rausgekrempelt. Mal eben diesen hochhackigen Schuh. Okay, alles klar. Ja, und noch das Telefon von der Oma. Warum nicht noch alles mitnehmen, ey? Die arme Omi, Leute. Die arme Omi. Die hat noch einen Tennisball für ihren Hund Wilson. Ja? Nicht die Marke, sondern ihr Hund heißt Wilson. Der auch übrigens gerne Baseball spielt, also ihr Enkel, ja. Die Enkel spielt gerne Baseball, auch jetzt kurz die beiden Baseballs, und ja, jetzt habe ich leider keinen Einfall mehr für die Oma. Aber sieht auf jeden Fall echt ziemlich wild aus, muss ich sagen, Freunde. Ich würde aber sagen, das soll auf jeden Fall jetzt von dem Video gewesen sein. Wir haben die Challenge heute mal wieder überstanden. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und checkt eins mal, wie es sieht aus. Einmal draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.